Manis, vor einem Jahr sind wir auch genau an dieser Stelle gestanden. Da hat es strömend geregnet, auf einmal hat es mit dem Wetter gepasst. Heute auch ziemlich heftiger Schneefall, jetzt wieder gar nicht so schlecht. Ist das ein Phänomen hier in Flachau? Ja, ich glaube, das haben sie verdient. Also die haben die letzten Tage wirklich Eiche geschuftet, dass sie die Schneemassen rauskriegen und das schaut einmal perfekt aus. Also wenn ich jetzt noch fit war, dann darf ich halt gerne umstehen. Da freuen wir uns natürlich jetzt sehr, dass wir den Salzburger Landeshauptmann am Mikrofon haben. Lieber Herr Landeshauptmann, so ein tolles Weltcuprennen, was sagt der Landeshauptmann, der erste Mann in Salzburg dazu? Wie kommentiert er so einen tollen Ski-Event? Ja, wir sind sehr stolz darauf, dass wir in Flachau dieses Night Race haben. Schon viele Jahre jetzt und das ist über Jahre auch aufgebaut worden. Es ist ungemein beeindruckend, wie trotz der Schneefälle das alles hergerichtet worden ist. Also vielen Dank an die ganzen Freiwilligen und die Leute, die sich hier eingesetzt haben. Und die Qualität spricht für sich. Es ist ein absoluter Highlight im Damen-Skirennsport und ich freue mich schon auf den zweiten Durchgang. Da finden wir doch im VIP-Zelt bei einer Skiveranstaltung einen Fußballtormann. Edi Gustafsson, wie gefällt dir so ein Ski-Event? Ja, es wird mir sehr gut. Ich taug wirklich sehr viel, fahre ein bisschen auch selber Ski und ja, wenn man das Glück hat, dass man dabei sein kann und das live ja, miterleben dürfen, das ist was Besonderes. Wir wissen, was in Österreich los ist, wenn unsere Skifahrer gut unterwegs sind. Heute zum Beispiel Krone Salzburg, Bernadette Schild auf der Titelseite, das ist schon was. Was passiert denn da in der Slowakei, wenn die Petra so performt? Wenn die Petra performt, ist sie sofort Sportlerin des Monats, sie ist in allen Medien, sie ist im Fernsehen, das ist eine fantastische Reklame für uns und im Winter gibt es nur zwei Sportarten, Eishockey und heuer erstmals die Nummer 1 Skifahren mit der Petra. Du hast ja jetzt auch ein bisschen auch die Rollen gewechselt, früher bist du da sehr schnell heruntergefahren, jetzt schon zum, ich glaube, dritten Mal Expertin beim ORF. Ist das eine Funktion, die du gern magst? Ich glaube fast schon öfter, also jetzt glaube ich schon das fünfte Mal, weil seit ich aufgehört habe. Ja, es ist ganz spannend. Ich bin natürlich nicht mehr so viel dabei mit den Kindern und so weiter, aber mir taugt es immer, auch die ganze Atmosphäre wieder mal live mitzuerleben und hoffe, dass ich im Fernsehen dann was von mir geben kann, wo die Leute sagen, aha, das habe ich noch nicht gewusst. Dann wünschen wir dir alles Gute und gutes Gelingen. Dankeschön.